diesem Video schauen wir uns gemeinsam mein Qigong-Kartenset an. Es ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene eine sehr gute Unterstützung für die tägliche Qigong-Praxis. Was ist jetzt Qigong? Durch langsame meditative Bewegungen üben wir mit unserer Lebensenergie, dem Qi, und bringen sie so in optimalen Fluss. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass Qigong einen positiven Einfluss auf viele Bereiche des Lebens hat. Ich bin Reinhild Becker, die Autorin dieses Kartensets, und ich habe diese Karten entwickelt, um dir zu helfen, Qigong leichter zu lernen und zu praktizieren. Nun wollen wir uns die Karten einmal im Einzelnen genauer anschauen. Jede Karte hat eine bestimmte Farbe, die dir dabei hilft, als Richtlinie dient, dein ganz persönliches Übungsprogramm zusammenzustellen. Es gibt drei gelbe Karten, die dienen als Anfang und als Ende dieser Übungssequenz. Dann haben wir die roten Karten. Sie sind mehr körperbezogen, lockern den ganzen Körper, die Gelenke und die Muskeln, damit der Qi-Fluss besser fließen kann. Die blauen Karten sind eher energetischer Natur. Damit schulst du deine Aufmerksamkeit und deine Achtsamkeit. Du kommst ins Fühlen und bekommst ganz schnell ein Gespür für deinen eigenen Körper. Die violetten Karten können als Standmeditation benutzt werden. Hier richtest du deine Aufmerksamkeit ganz nach innen. Wie arbeitest du jetzt mit diesem Kartenset? Die gelben Karten stehen für den Anfang und für das Ende. Die sortierst du erst einmal aus. Die restlichen Karten nimmst du alle zusammen und mischt sie. Dann ziehst du so viele raus, wie du Zeit und Lust hast zum Üben. Na, ich sortiere jetzt mal ein paar raus, ein paar blaue, ein paar rote. Dann legst du dir die Karten in eine Reihe. Eine gelbe Karte für den Anfang. Und dann kannst du die anderen Karten in einer Reihe daneben auslegen. Und die zwei für den Schluss. Jetzt kannst du so anfangen, dass du nach der Anfangsübung erstmal mit den roten Karten übst, um den Körper zu lockern, damit der Qi-Fluss besser fließen kann. Dann die blauen und zum Schluss die violette Karte. Zum Schluss sind wieder die gelben dran. Du kannst es aber auch so machen, dass du ganz intuitiv eine andere Reihenfolge wählst. Ganz wie dir danach ist. Zum Beispiel, dass du auch zum Schluss mal eine rote Karte nimmst, um nach dem langen Stehen erstmal wieder in eine Bewegung zu kommen, ins Hier und Jetzt zurückzufinden. Jetzt schauen wir uns eine Karte mal genauer an und ich erkläre dir die Besonderheit der Karte und wie du sie für dich am besten nutzen kannst. Oben auf der Karte ist die Überschrift. Darunter siehst du ein Bild, wo du genau sehen kannst, wie du die Bewegung ausführst. Und unter dem Bild ist dann eine Affirmation, mit der du dann noch genauer in die Übung eintauchen kannst. Die Rückseite der Karte ist ein Text, wo du genau beschrieben hast, wie diese Bewegung auszuführen ist. Und unter dem Text die Wirkung, die diese Übung auf den Körper, auf den Geist, auf dich hat. Wir drehen diese Karte jetzt noch mal einmal um und schauen uns die Übung an, wie sie in der Bewegung aussieht. Stelle die Füße parallel hüftbreit auseinander. Halte die Hände mit den Handflächen nach oben vor den Bauch. Die Fingerspitzen beider Hände zeigen zueinander.
Hebe beide Hände beim Einatmen vor dem Körper bis zum Schlüsselbein an, wende dann die Handflächen nach unten und senke die Hände beim Ausatmen vor dem Körper ab. Die Ellenbogen gehen mit der Bewegung mit. Die Energie steigt und sinkt in meinem Körper. Mit dem Einatmen hebe ich sie an, mit dem Ausatmen senke ich sie. Das Spüren folgt den Händen durch den Körper. Ich freue mich sehr, dass das Kartenset bei den Menschen so gut ankommt. Die positiven Bewertungen haben gezeigt, dass es doch vielen geholfen hat, Qigong besser zu verstehen und zu praktizieren. Ich habe hier die Meinung von jemand, der das Kartenset erworben hat und seine Erfahrungen teilen möchte. Ja, ich hatte ursprünglich gar keine Ahnung von Qigong und ich wollte mich auch nicht durch die Bücher durcharbeiten müssen. Und durch dieses Kartenset kann man das alles wunderbar intuitiv sich zusammenstellen und dadurch bin ich an Qigong rangeführt worden. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Es ist einfach selbsterklärend. Man liest sich das durch, die Bilder sind wunderschön gestaltet und man legt sich das auf den Boden und dann hat man eigentlich gleich alles, was man braucht. Und man kann sich das auch individuell zusammenstellen, je nachdem, wie viel man machen möchte. Und das finde ich wunderbar, ist besser, als sich durch ein Buch durchzuarbeiten. Ja, auf jeden Fall würde ich das Kartenset weiterempfehlen. Also ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Mir hat es geholfen und ich habe richtig Spaß an Qigong bekommen dadurch und bin jetzt sogar am Überlegen, ob ich da mal in den Unterricht gehe. Ich hoffe, das Video hat dir einen Zugang zu meinem Kartenset gegeben und dir geholfen, es besser zu verstehen. Das Kartenset ist vielseitig einsetzbar und passt sich genau deinen Bedürfnissen an. Es erleichtert dir das Üben, weil du alle Übungen auf einen Blick sehen kannst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Perfekt! Ja. 10, 17, Take 2. Nochmal? Ja. Du hast was vergessen? Ich war tatsächlich zu spät dran mit der Tonaufnahme. Aber nur um einen Satz. Es war so. Okay. Jetzt erkläre ich dir. Cut. It's a rap.